Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wie ihr gesehen habt, hat das Ganze mal etwas anders gestartet als sonst. Und so hat es den Hintergrund, dass ich bei den Awards war. Adobe hat mich vor 3 Wochen gefragt, ob ich Lust hätte, mal mit zu der Konferenz zu kommen. Und ich habe natürlich gesagt, ja, weil das ist eine ziemlich coole Konferenz. Und ich möchte euch jetzt ein bisschen was darüber erzählen, wie das Ganze so ablief, was ich erlebt habe. Ob es sich lohnt, vielleicht auch mal selbst zu den Awards zu fahren. Und grundsätzlich muss ich da direkt am Anfang sagen, ja. Wenn ihr irgendwie eine Möglichkeit habt, da hinzukommen, fahrt hin. Falls es das nächste Mal in Amsterdam ist, in Berlin ist oder so etwas, packt die Koffer, besorgt euch ein Ticket und wenn ihr irgendwas zu tun habt mit Webentwicklung, Frontend, mit UX-Design oder so etwas, fahrt dahin, es wird euch eine Menge Spaß machen. Es ist wirklich cool, mit den ganzen Leuten dort zu reden. Da sind jede Menge Leute von richtig großen Firmen, von den großen Tech-Konzernen sozusagen und von allen möglichen großen europäischen Internetsachen und Agenturen. Deswegen kann man sich wirklich dort im Prinzip nicht verstecken im Prinzip. Also es ist wirklich spannend, einfach die Leute anzusprechen, mit den Leuten zu reden, was sie so machen, an was sie gerade arbeiten. Man lernt eine ganze Menge neue Sachen dazu, das habe ich zum Beispiel. Und natürlich gibt es auch jede Menge Talks. Von denen werde ich euch jetzt einige Ausschnitte zeigen. Zum Beispiel gab es sehr witzige Projekte wie dieses hier, wo einfach eine Gesichtserkennung für eine Katze gemacht wurde. Bis hin zu sehr spannenden Sachen, wo einfach neue Interaktionsmöglichkeiten für körperlich Behinderte bzw. in diesem Moment halt stumme Menschen gemacht wurde, die einfach, ja, guckt es euch einfach an, es ist wirklich cool. Hello, my name is Thomas and this is Navi, we are inventors. Aber natürlich sind nicht alle Talks auf irgendwelche technischen Spielereien bezogen. Es werden auch jede Menge Projekte vorgestellt, mal ein bisschen witziger, wie sowas hier zum Beispiel. Yeah. Okay. Very good, very, very good. Now I want you to swap it with the person next to you. Give it to the person next to you and when you have their phone, put it in your pocket. Who's being weird right now? Who's being uncomfortable? Who was doing something they shouldn't have been doing and now their neighbor has their phone? That guy was, yes! No way! What can we do to actually not only make that feel nicer for the user, but to give them value, to actually give them something in exchange for that load time. What you'll also see is some of the differences in iconographic style, in photography, and even stuff like the color of the water. We take that so seriously because the audiences that we're trying to appeal to, Royal Caribbean, fun, family-friendly, almost Disney-like. Celebrity cruises, sophisticated. They want to see the real teal of that water. And then we've built out all 55 ships in 3D here. 6 months, unbelievable, accurate color of that wood, for example. Let's build stuff like the octopus slide on the ship, because hey, understanding where you are is just so important. Let's make sure we do an incredible job. Dann auch natürlich wieder ein bisschen langweiliger, ein bisschen seriöser sozusagen, aber grundsätzlich lernt man jede Menge coole Sachen, jede Menge coole Features und sieht neue Projekte und kann sich davon inspirieren lassen. Das Ganze ist also wirklich cool und wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, versucht mal in eurem Leben dahin zu kommen. Ich kann es nur wärmstens empfehlen und werde das nächste Mal auch versuchen, dahin zu kommen, auch wenn ich es dann aus eigener Tasche bezahlen muss. Grundsätzlich wollte ich euch jetzt erstmal einfach zeigen, wie das Ganze so ablief und so einen kleinen Zusammenschnitt von meinen 3 Tagen, die ich dort war, habe ich mal vorbereitet und naja, den gucken wir uns jetzt an. Viel Spaß!
So, das waren im Prinzip meine Eindrücke von den Awards. Grundsätzlich, mir hat es eine Menge Spaß gemacht, diese Sequenz zusammenzuschneiden. Wenn euch das gefallen hat, hinterlasst doch mal einen Daumen hoch oder schreibt Kritik unten in die Videokommentare. Mich würde es freuen, weil ich mache so etwas nicht wirklich oft. Und ich würde es gerne irgendwie zukünftig häufiger einbauen, ab und zu in Videos. Ich weiß noch nicht genau, wie es irgendwie reinpasst, aber mir macht es einfach Spaß, sowas zu schneiden. Deswegen schreibt doch einfach mal, was ihr davon denkt. Aber neben den ganzen Talks, die wohlgemerkt alle noch auf YouTube erscheinen werden, vermute ich, der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung, gab es auch eine Menge interessanter Infos. Unter anderem gab es morgens am letzten Tag eine kleine Infoveranstaltung von Adobe, wo uns erzählt wurde, was in Adobe XD alles so Neues kommt. Das heißt, wir konnten live mit beispielsweise Jay, einem der Mitbegründer von Adobe, reden, unser Feedback einbringen, ein bisschen diskutieren und erfahren, was alles in den nächsten Monaten Neues kommt. Grundsätzlich möchte ich euch jetzt 4 Punkte vorstellen, die wir dort gehört haben, die wirklich in den nächsten Monaten hoffentlich erscheinen werden. Und ich werde jetzt einfach mal vorstellen. Deswegen der erste Punkt, den ich habe, das ist Versionierung, das sind Design Systems, das ist Live Coworking und präzise Steuerung von Animation. Aber worum genau geht es bei diesen 5 Punkten? Das erste, was wir uns angucken, ist das Versionierung. Jeder von euch, der mit Entwicklung zu tun hat, kennt Git. Git ist einfach eine Möglichkeit, einfach einen Speicherpunkt zu entwickeln von seinem Stand und zu einem späteren Zeitpunkt dahin zurückzukehren. Was heißt, das wird bei Adobe XD kommen? Was heißt, wir werden in naher Zukunft haben, dass man einfach sagen kann, okay, das ist mein Designkonzept, ich drücke jetzt auf Speichern, speichere das in einem Zustand ab, mache weiter und wenn ich Lust habe, kann ich einfach zurückkehren zu einem früheren Zustand sozusagen. Das Ganze ist schon ziemlich cool. Allerdings hoffe ich persönlich, dass es in Zukunft irgendwann so aussehen wird, dass man eventuell mit 3 Leuten gleichzeitig arbeiten kann. Zum Beispiel der eine macht die Landingpage, der andere macht die Über-uns-Seite, der andere macht irgendwie das Impressum, keine Ahnung. Und die können das wie in Git einfach pushen auf einen Server irgendwo hin, vielleicht einfach über die Cloud oder irgendwas und dass das dann direkt zusammengemerged wird zu einem Projekt. Was heißt, dass man einfach wie auf einer Codebase auch in den Grafikprogrammen arbeiten könnte und das vor allem nicht nur in Adobe XD, vielleicht in allen Adobe-Programmen. Das würde ich persönlich richtig cool finden, weil dann könnte man Arbeit wirklich richtig splitten und nicht nur sagen, ja, arbeite du mal an den Projekten und dann machen wir das irgendwie zusammen oder versuchen dann die Screens reinzukopieren und all solche Geschichten. Das ist alles nicht so wirklich effizient, deswegen hoffe ich, dass so etwas kommt wie wirklich mit Git. Aber so eine Versionierung ist grundsätzlich schon sehr, sehr cool. So, das nächste, was ich ziemlich cool finde, sind Design Systems. Design Systems klingt erstmal ein bisschen verwirrend. Grundsätzlich kennt ihr aber alle, was damit gemeint ist. Und zwar, wenn ihr an großen Projekten arbeitet, also mit diversen Animationen, Schriften, Icons, Farben, verschiedenen Layouts und so weiter und so weiter. Das heißt einfach sehr komplexe Projekte und ihr wollt am Ende das Ganze dokumentieren für das Team, beispielsweise in welcher Situation, welche Designkomponente verwendet werden darf, in welcher, also wie die Schriften sind. Ihr wollt das Ganze in eine Präsentation packen. Ihr wollt das Ganze einfach richtig praktisch als Style Guide, als Pattern Library oder so etwas exportieren. Dann könnt ihr das Ganze in Zukunft direkt in Adobe XD. Das ist ziemlich cool und spart eine Menge Zeit für jeden, der schon mal geguckt hat, wie man eine Webseite danach in einen Style Guide formatiert, im besten Fall noch irgendwie mit InDesign oder so. Der weiß, wie lange sowas dauert und wie aufwendig das ist. Und es ist irgendwie immer nach dem Schema F. Was heißt, wenn Adobe XD das Ganze automatisiert, dann spart das wirklich eine Menge Zeit. Also bei mir würde es in meinem Workflow zumindest super viel Zeit sparen. Deswegen ist es auf jeden Fall mein Nummer 2 liebtes Feature, was ich hoffe, dass wirklich so schnell wie möglich erscheint. So, das dritte Feature, was ich wirklich interessant finde, ist die Live-Kollaboration. Was heißt, ihr kennt das aus anderen Programmen wie beispielsweise Google oder aus dem Atom-Video, was ich vor einiger Zeit mal gemacht habe. Links sollte jetzt irgendwo hier einblenden. Dort im Prinzip hat man die Möglichkeit, direkt live an einer Datei zu arbeiten. Das Ganze wurde vor einiger Zeit auch schon mal von dem Adobe-Team als kleines Sneak präsentiert und in Zukunft werdet ihr in der Möglichkeit sein, an Designs und Prototypen mit euren Kollegen, mit euren Kommilitonen, mit euren Gruppenpartnern, welcher Zusammenhang auch immer, zusammen an einem Design zu arbeiten. Und das Ganze finde ich wirklich praktisch. Zusammen mit dem ersten Feature, mit diesem Versionierung und dem Git, würde das einfach ermöglichen, mit 5 Designern an einer Datei zu arbeiten, in einem Projekt zu arbeiten und direkt zu sehen, okay, was macht der andere gerade? Oder wenn man remote arbeitet, was zum Beispiel bei mir im Team sehr verbreitet ist, dann ist es ganz praktisch, einfach direkt mit jemandem an einer Datei zu arbeiten und sich nicht immer über Skype den Bildschirm übertragen zu müssen, um sich abzusprechen. Und das spart einfach wirklich viel Arbeit. Deswegen hoffe ich einfach, dass es so schnell wie möglich kommt. Ich würde mich darüber sehr freuen. Und warum das praktisch ist, weiß wahrscheinlich jeder von euch 1 Million Gründe.
So, wir gucken uns jetzt mal das vierte Feature an, und zwar die präzise Steuerung von Animationen. Viele von euch werden sich wahrscheinlich noch daran erinnern, dass ich vor einigen Wochen ein Adobe XD Video gemacht habe, wo wir gesehen haben, dass er mit dem Auto-Animate-Feature von Adobe XD schon ziemlich coole Sachen machen kann. Das Problem ist, es gibt einen Start und es gibt ein Ende. Was heißt, dazwischen ist relativ wenig Spielraum. Man kann im Prinzip da nicht manipulieren, und das wird kommen. Was heißt, man wird komplexere Animationen darstellen können. Was heißt, man hat nicht nur ein Start und Ende, sondern man kann das Ganze deutlich besser steuern, deutlich gezielter steuern, und das ist ziemlich cool. Aber das viel coolere Feature wird sein, dass in Planung ist, dass es Zustände gibt, sogenannte States, die zum Beispiel ermöglichen werden, Hover-Effekte in Adobe XD, in den Prototypen und so weiter zu implementieren. Und das ist ein Feature, auf das ich mich wirklich am allermeisten freue, und ich hoffe, dass es am liebsten schon gestern da wäre, aber ja, da müssen wir einfach warten, bis es wirklich kommt, aber ich freue mich, dass es in Planung ist, und ich habe eigentlich ziemlich großes Vertrauen, dass es kommen wird. Wenn euch das Video gefallen hat, beziehungsweise die Inhalte aus diesem Video, dann schaut doch einfach mal unten in die Videokommentare. Dort habe ich auch nochmal einen Link reingepackt, wo ihr im Prinzip noch ein paar zusätzliche Infos bekommt. Oder wenn ihr Fragen habt, schaut doch einfach mal bei Jay auf dem Twitter-Account vorbei und bombardiert ihn mit Fragen. Ich meine, niemand kann euch bessere Infos liefern als derjenige, der mit an allem arbeitet. Grundsätzlich, ja, sind wir am Ende angekommen. Ich habe euch meine Erfahrungen der Awards erzählt. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten, wenn ihr Kritik, Verbesserungswünsche habt, unten in den Videokommentare oder schreibt mir auf Twitter oder Discord. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem Angular-Video. Ansonsten bis dahin viel Spaß und ciao.